Oh. Hallo, hier sind eure Dancing-Leute vom LPT Star Wars The Empire. Nein, nicht The Empire at War. Scheiße, sondern hier, The Old Republic. So, meine Güte. Oh mein Gott, krieg die Krise. Das sieht einfach zu lustig aus. Ja, wir dancen heute richtig ab. Und es sieht einfach nur bescheuert aus. Guck mal, wie der verrückte Arm geht hier links. Das ist so gut. Ja, ach Gott. Aber wir müssen noch weiter, sonst sitzen wir noch fest und lachen noch die ganze Folge. Oh yeah. Na gut. Wenn ihr wissen wollt, wie es geht, einfach hier slash dance. Gut, so. Na gut. Oh mein Gott. Oh nein. Oh, das war wirklich eine geniale Idee. So müssen Parts anfangen. Mit Versprechern und wem rumitanzen. Naja, aber jetzt erstmal zu bleiben. Upp, ernst Gesicht. Wieder zurück an die Arbeit. Dancen können wir später auch noch. Die Operation schreitet gut voran, Agent. Dank eures Einschreitens hört Nimro wieder auf Karels Jarvis Rat. Ich habe euer Treffen mit Nimros Sicherheitschefin Kalio verfolgt. Ihr habt euch gut geschlagen. Aber bleibt wachsam. Wir haben sie als Attentäterin, Vollstreckerin und Anarchistin identifiziert. Sie hat für ein Dutzend Auftraggeber in halb so vielen Jahren gearbeitet und dabei mehrere Tarnungen benutzt. Ich weiß, was Anarchist ist, aber mir fällt gerade nicht ein. Was war nochmal das? Anarchie ist irgendwas mit dem König oder sowas. Aber Anarchist selber weiß ich jetzt gerade auch selber nicht. Na, ist ja egal. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Es wäre kein Problem, sie aus dem Weg zu räumen. Ich kann sie in einen Hinterhalt locken. Nein, sie könnte sich für uns noch als wertvoll erweisen, solange sie nicht loyal gegenüber Nimro bleibt. Beobachtet sie. Kommen wir jetzt zum Wichtigen. Nimro betreibt eine große Schwaschgasmine auf Hutta. Das Imperium will Zugang zu Nimros raffiniertem Gas. Leider zapft Fatra denselben Gaseinschluss an wie Nimro. Wir müssen Fatras Operationen im Rostlager beenden, bevor Nimros zum Stillstand kommen. Ich verstehe. Also ein Sabotageakt. Richtig. Ihr werdet euch zu Fatras Minenanlage begeben, Sprengsätze im Bohrschacht anbringen und somit die Ausrüstung zerstören und einen Teil des Gaseinschlusses zum Kollabieren bringen. Ihr müsst euch die Uniform und Ausweise einer der Wachen dort besorgen, um am letzten Sicherheitskontrollpunkt vorbeizugelangen. Eine gute Tarnung ist zwingend notwendig. Wozu eine Tarnung, wenn ich mir meinen Weg freischießen kann? Im Rostlager könnt ihr das gerne tun, aber die automatisierte Sicherheitsanlage wird euch nicht unbefugt in die Bohrkammer lassen. Eure Tarnung wird einem genaueren Blick wohl nicht standhalten, also geht Unterhaltungen aus dem Weg. Die Sprengsätze befinden sich bereits in eurem Zimmer. Sobald ihr fertig seid, kehrt zu Karels Jarvis zurück und sorgt dafür, dass er erfährt, was passiert ist. Streicht die Anerkennung ein, wenn ihr wollt. Ich kümmere mich darum. Gibt es sonst noch etwas? Eine Sache noch, Agent. Darth Yadus interessiert sich mehr und mehr für unsere Arbeit. Erfolg oder Versagen wird er entsprechend belohnen und ich werde nicht einschreiten. Erstattet mir Bericht, sobald ihr die Mine zerstört und Karels von den Ergebnissen berichtet habt. Aufseher, Ende. Aufseher, Ende. Stufe 7. Er zeigt mal her, wer hier der Bessere ist. Ja, du bist einfach nur Abonnent, du hast einfach nur einen Vorteil. Daran bin ich nicht schuld. Du bist schuld, wenn du keinen hast. So, ich nehme jetzt die Quests hier. Da weiß er wieder keine Ausrede. Wolltet ihr meine Aufmerksamkeit erregen? Gegrunze, Schweinegegrunze, oder? Das hört sich schlimm an, oder? Ja. Mich kann sie nicht verstehen. Sprechen wir über Credits. Nur gegen einen Vorschuss. Misszahlung bei Lieferung. Nee, ich werde das vorspulen, das ist ja schrecklich. Wir sollten keine Zeit mehr verlieren. Oh, diese Stimme.
Na gut, und den anderen noch. Getzo! Hallo, ich bin Getzo. Sucht ihr etwas Bestimmtes? Glitzerstim, Novaschuss, korellianischen Sonnenregen? Ich habe sie alle erfunden, ihr könnt jeden fragen. Das sind übrigens Star Wars Drogen. So werden auch echte Sachen hier in ihr packt. In Huttenpalästen trifft man doch immer wieder auf interessante Leute. Ja, oder? Ich bin ein Spice-Produzent. Die Leute zahlen viel Geld für meine Spezialmischungen. Hört zu, ich sehe viele Leute kommen und gehen und ihr seid die interessanteste Person, die heute vorbeigekommen ist. Wir sollten zusammenarbeiten. Ich wollte Nemro gerade eine Schiffsladung Spice abkaufen, als so ein Wichtigtour von Schmuggler mich überboten hat. Der Schmuggler hat Nemros Lieblingssnack geboten, adeganische Aale. Han Solo? Beschafft euch selbst Aale oder findet einen anderen Spice-Händler. Keine Zeit. Meine Kunden sind schon sehr ungeduldig. Es heißt, dass der Schmuggler die adeganischen Aale in einer mit Wasser gefüllten Kiste aufbewahrt, während er mit Nemro verhandelt. Ich habe eine elektromagnetische Impulsbombe, mit der ich die Aale im Nu braten kann. Aber ich brauche jemanden, der die Bombe anbringt. Warum klaut ihr die Aale nicht, um sie dann selbst an Nemro zu verkaufen? Der Behälter ist riesig. Er ist schwerer als Nemro nach einer wochenlangen Orgie. Wenn es keine Aale mehr gibt, wird Nemro mir das Spice verkaufen. Was sagt ihr? Wollt ihr ein paar schnelle Credits verdienen? Schnelle Credits sind genau mein Ding. Großartig. Hoffentlich rennen sie dir auch schnell weg. Ins Geschäft. So, ich glaube, der Weg ist ein bisschen weit und ich würde das jetzt nicht gerne in den Part packen. Können wir das nicht mal schneiden? Von mir aus kann man. So, denn, bis gleich. Bis gleich. Weiter geht's. Ja, weiter geht's. Mach ihn ab, dann am Dancen hier wieder. Yay, jetzt geht's wieder ab mit Dance Action. Naja, aber wir müssen erstmal diese komischen Aale holen. So. In der Pause hat Rising ein bisschen geflucht. Eine verdammte Scheißsuppe. Da Han Solo. Hallo? Würde es euch etwas ausmachen, mir zu sagen, was ihr in meinem Unterschlupf macht? Hallo? Mit wem spreche ich bitte? Mit dem Eigentümer der Kiste mit Aalen, die ihr gerade zerstören wollt. Nette Bombe. Ich glaube, ihr wisst nicht, wer ich bin. Ich bin eine Nummer zu groß für euch. Mein Name ist Nokrill. Ich arbeite für das Imperium und sichere wertvolle Aalen. Ein Fuß oder zwei Fuß? Welchen Weg auch immer. Ich bin hier, weil das Imperium herausgefunden hat, wie man aus Spice Schmerzmittel machen kann. So können kranke und verletzte Soldaten gerettet werden, wenn gerade nicht genug Kolto da ist. Das Imperium ist neu im Spice-Geschäft. Aber es gibt junge Männer und Frauen da draußen, die diese Schmerzmittel brauchen. Ihr versteht das Dilemma? Natürlich, ich... Sagen wir einfach, wir haben ähnliche Verbindungen. Dann helft mir, diese Lieferung zu sichern. Das Imperium braucht Nemros Spice, um Leben zu retten. Wie wäre es, wenn ihr diese elektromagnetische Impulsbombe durch das Abflussgitter neben euch fallen lasst? Dann erzählt ihr mir, wer euch angeheuert hat. Ich werde den Kerl nicht umbringen, nur mit ihm reden. Wenn ich fertig bin, bekommt ihr viele Credits. Was meint ihr? Na, wenn ich fertig bin, bekommt ihr viele Credits. Ach man, diesmal muss ich leider die Hände sagen. Der Name meines Auftraggebers lautet Getzo. Er ist in Nemros Palast. Dieser gerissene kleine Wumpratte. Ich wusste, dass er Ärger machen würde. Geh zurück zum Palast und sprecht mit Getzo. Wir beenden unser Geschäft dort. Das werden wir aber jetzt nicht machen. Und es wird weitergehen. Ich weiß ja nicht, ob wir das den Laufweg noch zeigen sollen oder wieder schneiden sollen. Das ist... Toll! Ach, dann schneiden wir nicht. Dann prügeln wir uns. Nee, List brauche ich nicht. Ich brauche List. Aber ist zu schlecht für mich. Nee, und dann willst du es nicht haben. Du hättest auch auf 4 gehen können, hättest du noch verkaufen können. Du bist ein echter Noob. Zumindest ein bisschen. Würde ich jetzt mal sagen. Ja, ich weiß nicht. Ich hab's auch lange nicht mehr gespielt. Weil, nur beim Aufnehmen jetzt.
privat selten. Vielleicht mal eine Runde PvP, aber... Nee, ich bin zu beschäftigt mit Aufnehmen und Hochladen. So, wir müssen ins Rostlager. Ist auch schon wieder ein längerer Weg. Also ich würde ihn rausschneiden, weil... Guck mal wie auf die Karte, wie lang das noch weit ist. Ja, dann würde ich sagen, hier wieder ein kleiner Cut. Bis gleich. Bis gleich. Ja. Ja, hallo kleiner Zwerg, Peblack. Und willkommen zurück. Ihr müsst Peblack sein. Ich habe ein Datenpad für euch. Jetzt furzt der wahrscheinlich auch wieder so rum, ja? Nee, weg. Das will doch keiner sehen. Yay, ich bin 7. So. Guck mal her. Guck mal, was der Asiate für ein Haar hat. Warte mal, jetzt kann ich mir eben hier meine Nachrichten. Was ein cooler Asiate, oder? Ich habe ganze 22 Credits gekriegt, geil. So, wir haben hier wieder zwei neue Quests. Oh, so viel Quests. Das habe ich schon. So im Haus, oder? Im Hause. Bei Krei. Der kann übrigens nicht sprechen. Ich kenne euch. Hab euch gesehen bei Nemros Palast. Hab von eurem interessanten Ruf gehört. Ich bin Cray. Von Nemro bezahlt, um Fatra zu sabotieren. Soll Huttenkrieg aus dem Schatten heraus beenden. Gute Arbeit. Sehr aufregend. Habe von Loch in Nemros Sicherheit erfahren. Muss es schließen, bevor Fatra es findet. Dabei? Riskant, aber profitabel. Normalerweise werde ich engagiert, um Löcher in Sachen zu machen, nicht um welche zu schließen. Ist Arbeit mit Möglichkeiten für beides. Zufriedenheit garantiert, ja? Patrouille von Fatra hat Schmuggler von Nemro gefasst, wussten sie aber nicht. Patrouille von Fatra hat Schmuggler in Rostlager geworfen als Sklaven. Narren. Schmuggler kennt Nemros Geschäfte. Wenn Schmuggler enttarnt wird, Geschäft ist in Gefahr. Müssen sofort handeln, ja? Ja, Junge. Gibt es schon einen Plan? Nemro hält Schmuggler für nützlich. Rettung bevorzugt, wenn möglich. Missionsziel? Nutzt dieses Gerät. Sklavenhalsband von Schmuggler deaktivieren. Ihn befreien. Wenn Gerät versagt, drastische Maßnahmen autorisiert. Alternativziel? Schmuggler für immer ruhig stellen. Kontrollchip aus Schädel von Schmuggler als Beweis mitbringen. Da sehe ich kein Problem. Zu viel auf dem Spiel, ja? Fatra darf nicht Identität oder Geheimnisse von Schmuggler entdecken. 7 gefangen in Sklavenpferch, in Rostlager. Könnt ihn erkennen an grüner Haut, Tätowierungen, launischem Temperament. Spezies Mirialana. Sehr viel Information. Ja. Danke, Prey. Kennst du die aus KOTOR, die Krayt-Drachen? Nee. Das sind riesige Drachen halt. Warte mal, da hinten ist eine Quest. Tja. Guten Tag. Ein Hologramm. Ezra, lass mich. Es gibt in der ganzen Siedlung keinen Bissen mehr zu essen. Und wie willst du mit deinem Bein da etwas ausrichten? Es sieht schlimmer aus, als es ist, Frau. Vaters Männer werden mich nicht mehr erwischen. Fatras Männer haben euch angeschossen? Ein einfaches Missverständnis. Nichts, womit ihr euch befassen müsst, Fremdling. Vergebt meinem Mann, diesem sturen alten Narren. Der Schuss ins Bein hat seinen Geist getrübt. Ich bin Ezra und das ist Rand. Wir haben hier wie alle anderen im Rostlager gearbeitet, damals, als es noch Nemro gehörte. Fatra hat es übernommen und alle hinausgedrängt. Jetzt finden wir keine Arbeit und haben nichts mehr zu essen. Weißt du was? Hm? Halt den Rand. Rand, mit Vornamen halt den, ja. Ihr habt es nicht leicht.
Das Positive daran ist, dass meine Frau etwas abgenommen hat, seit uns das Essen ausgegangen ist. Sei still, alter Narr! Wir verhungern, Fremdling. Rand hat alte Energiezellen im Rostlager gestohlen, um sie gegen Essen einzutauschen. Mein Mann ist in schlechtem Zustand. Aber ein paar alte Energiezellen würden uns für ein paar Wochen über die Runden bringen. Wenn ihr uns genug aufgeladene Energiezellen bringt, dann geben wir euch alles, was wir haben. Ich sehe mal, ob ich Zeit habe. Begebt euch zum Rostlager und sammelt alte Energiezellen. Fatras Männer sind Verschwender, sie liegen massenweise herum. Aber ihr müsst die Energiezellen an der Energiestation aufladen, bevor ihr sie hierher zurückbringt. Verstanden? Ich habe jetzt verstanden, massenweise. Das ist ja nicht viel. Wisst ihr, von in Maßen essen ist das denn? Ja. Der hat sich ja was erlaubt mit seiner Frau, oder? Ja, das ist auch was. Also in Spielen kann man sich eigentlich alles erlauben. Siehe Cobra 11 oder Watch Dogs. Ist auch noch gar nicht so lange da draußen ist. Da kannst du eigentlich fast jeden umfahren. Und du wirst nicht dafür hingerichtet. Wie bei Cobra 11. Auch fährst du einfach alle Autos nieder. War da irgendwas Krach bei dir? Ja, ich bin gegen das Mikro gekommen. Du brauchst echt ein neues Mikro. Ich bin gegen das Mikro gestoßen mit dem Mikro. Ja, yeah, aber dann dürfte sich sowas nicht anhören. Zumindest nicht so doll. So, wir haben hier auch eine... Nee, doch nicht. Da muss ich auch hin. Oh, Energie. Energieeinheit. Hab ich auch schon. Überall hier rum. Aber manchmal ist es wirklich so, dass sie in Maßen nur hier sind. Da! Gegner, schnell, niedermetzeln. Los! Lass mich doch mal einen cool mit dem Messer ins Bauch stechen. Ich habe jetzt durch eine Wachenverkleidung gekriegt. Mal sehen, wie ich damit... Los, ja. Guck mal, ich bin jetzt ein Gegner. Heißt, ich muss dich gleich erschießen. Schaffst du nicht, du bist zu schlecht. Hat man noch beim letzten Duell auch gesehen. Ich bin fertig mit Sammeln. Wieso hast du auch nicht auf Bedarf geklickt? War doch Zielgenauigkeit. Oh, ja, hab ich nicht gesehen. Du musst dir mehr Zeit nehmen. So, dann gehen wir mal schnell hier vorne rein. Hier sind nämlich zwei Quests bei mir. Oder erst die H2, wo du rangehst. Ich würde übrigens sagen, dass wir hier einen kleinen Cut machen, weil es sind jetzt 18 Minuten rum. Bevor wir da reingehen, würde ich sagen, machen wir Cut. Gut. Dann war es mal wieder. Warte, ich komme noch zu dir. So, dann war's das. Wir stürmen wahrscheinlich nächstes Mal das Rostlager hier. So, und mögen die Let's Play Dancer mit euch sein. Ja, doch zum Abschluss. Geben wir es ihnen nochmal. Da. Tschüss. Und tschüss.